Ja, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Test. Und zwar habe ich mir gedacht, nach den ganzen Pleiten, Miseren und sonst was, was mir bei jetzt bei Odyssey, Assassin's Creed, beziehungsweise aber auch bei Genshin Impact passiert ist, ne? Einfach mal ein bisschen entspannen und alles vergessen und kurz bevor das harte Leben wieder losgeht, in die Demo von Immortals Fenyx Rising reinschauen. Da ich ja sowieso vorhabe, das Spiel zu spielen, irgendwann mal, wenn es die Zeit zulässt, würde ich gerne erstmal hier, ne, ganz kurz die Demo anschneiden. Wir brauchen eigentlich nicht so viel kalibrieren. Das heißt ganz kurz, wir spielen die Demo und, ne, ich lade es hoch, quasi. Genau. Okay, das sieht eigentlich. Nein, das sieht überhaupt nicht gut aus. Aus, bitte. Ich bin kein Fan von Vibrationen. Ich mache es eigentlich immer selten. Ich lasse es selten an. Sagen wir es mal so. Wir spielen Story. Nö. Du willst die Story genießen und suchst nicht unbedingt nach einer Herausforderung. Dieser Modus richtet sich an neue Spieler und alle, die beim Spielen nicht allzu sehr verausgaben möchten. Genau. Also, ich bin ja gerne so. Ich möchte ja gerne in die Story eintauchen und ich bin sehr schnell gefrustet. Und wie gesagt, ich habe momentan genug außerhalb von diesem Spiel an Frust, ja, mit über, angefangen von eigentlich hochgeladenen, nicht hochgeladenen Folgen bis hin zu der Ton ist weg. Ist alles dabei. Und deswegen, hier nehmen wir den Schwierigkeitsgrad. Einmal mal berieseln lassen von der Demo. Nö. Soll ja eigentlich ganz in Ordnung sein, das Spiel. Das, zumindest das, was ich davon gehört habe, soll ganz witzig sein. Und jetzt können wir mal, beziehungsweise ich kann jetzt mal meine eigene Meinung bilden, indem ich mal kurz die Demo spiele, ne? Ist ja immer ganz gut, wenn man seine eigene Meinung bildet und so. No. Die Sonne erhob sich über den Palästen und Tempeln der Goldinsel. Sie waren leere Fassaden. Die Götter in ihnen waren verloren. Ich Nicht hab. jedoch So. Phönix. Sie kämpfte mit aller Macht gegen Typhon, den gefürchteten Göttervernichter, und hatte fast schon den Olymp erreicht. Doch zuerst würde sie ein historisches Geheimnis lüften. Ah ja. Phönix erreichte jene Küste, an der einst der große Krieger Philoktetes mit einem eitrigen Schlangenbiss ausgesetzt worden war. Wie hatte Okay. er auf dieser Insel überlebt? Warum las Odysseus ihn auf und schleppte ihn in den Trojanischen Krieg, wo Philoktetes dazu bestimmt war, Paris zu töten? Den Stein des Anstoßes für diesen Krieg, der. Langweilig! Ups. Was? Ich wollte gerade sagen, ich bin überrascht, dass es deutsche Synchro ist. Ich habe damit Dreh gerechnet, keinen ne? Stuss über erfundene Witzfiguren und erzähl, wie es wirklich war. Wie es wirklich war? Phönix wollte gerade in das Reich des Kyklopen vorstoßen, wo der weltbekannte Held und Hobbysegler Odysseus fast sein Ende gefunden hätte. Dort sollte Phönix etwas entdecken. Das verlorene Geheimnis der Götter. Warum Zeus und Zeus, die Prometheus? Höhle des Kyklopen lag am Mittelmeer. Ist mir egal. Und vergiss die Höhle. Ich will die Aussicht genießen. Du Was? kannst doch nicht historische Fakten ignorieren. Das ist dein Problem. Fakten. Ich kann sowas ignorieren. Und Bitte was was? ist dieses Geheimnis der Götter? Oh, darüber weißt du also nichts? Herr Alleswisser? Tja, hör zu und lerne. Okay, wie gesagt, ich hatte damit gerechnet, dass die Synchro Englisch sei und wir halt wirklich nur deutsche Texte haben. Nicht, dass damit die Tatsache, dass wir tatsächlich eine deutsche Oh, Synchro was haben. für eine Aussicht! Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Wow. Hallo? Ist da jemand drin? Phönix beäugte den Kyklopen, den Wächter des Geheimnisses. Doch er schwieg, denn der arme Tropf war von Kirke, der Seehexe, eingefroren worden. Kirke lebt auf einer völlig anderen Insel. Oder doch nicht? Und sie ist auch keine Seehexe. Nicht Seehexe,
Sie, Hexe. Wenn sie was sieht, verwandelt sie's. Was? Ist das aber kein guter Wortwitz? Weißt du was? Ich wette, dass deine Geschichte nicht eine wahre Sache enthält. Ey! Keine einzige. Abgemacht. Was ist dein Lieblingsessen? Was? Warum Prometheus? Die Früchte aus Oma Gaias Garten. Götter, waren die lecker. Und so saftig, dass es mir am Kinn herunterlief. Göttlich. Oh ja, diese Babys waren köstlich. Babys? Von den Mosaiken? Du weißt schon, dass das nur ein künstlerisches Sinnbild ist, oder? Die Früchte der Erde sind nicht wirklich Babys. Das erklärt den seifigen Nachgeschmack. Na gut, wenn ich die Wette verliere, darfst du auch daran teilhaben. Was? Nun, wenn du erlaubst, Phönix erkannte, dass nur der Gesang der Sirenen Kirkes Fluch brechen konnte. Bitte? Was machen die da oben? Und warum so viel? Du gehörst mir. Ich muss mal kurz wieder meinen. Nicht ganz. Kirke und ihr Papa Poseidon hatten Verstärkung geschickt. Ja, ich muss mal wieder kurz Okay. Mein Headset ausstecken war wieder ein bisschen knisterig. Okay, jetzt sollen wir so ein bisschen die Dings lernen. Na komm. Ich schlage ja gar nicht zu. Na komm. Achso, ich darf jetzt wieder zuschlagen, oder wie? Ja, ich darf jetzt zuschlagen. Okay. Interesting. Aber warum Sirenen? Ja, brauche ich jetzt nicht wirklich. Ja. Mhm. Odysseus war mit mechanischen Flügeln zur Insel mit dem Sirenengesang geflogen. Was? Er hatte sie aus Kirkes Waffensurium und Massagestudio gestohlen. Du weißt, dass Odysseus Kirke nach Polyphemos besucht hat, aber erzähl ruhig weiter. Phönix allerdings hatte leider keine Flügel. Sie konnte nur hoffen. Wir haben Flügel. Aber dankeschön. Phönix raste durch die Lüfte und siehe da, ein Wunder. Odysseus Flügel erschienen auf ihrem Rücken. Bei den Göttern, ich kann fliegen. Sie sind nicht von Odysseus. Und sie hatte sie schon die ganze Zeit. Prometheus, sie konnte nur ganz fest hoffen. Ach echt? Wirklich? Ich sag doch, wir haben die ganze Zeit. Aber cool. Cooles Gimmick. Okay. Und wir können hier landen. Na komm. Ah, okay. Interesting. Ja. Und wir können mal wieder looten. Können wir doch. Ah ja, gut. Ah, guck mal. Knight, okay. Inventarmenü. Ah, okay. Jetzt haben wir den Knight. Gehärtetes Schwert des Achilleus und haben es gegen Knight ausgetauscht. Okay, sehr cool. Hier können wir auch nochmal gucken. Aha. Wir haben, dadurch, dass es die Demo ist, wir spielen, glaube ich, mittendrin. Genau. Oder ist das extra... Ich glaube, das ist extra dafür geschaffen, ne? Ja. Dankeschön, weiß ich schon, habe ich schon. Dann wollen wir doch mal gucken. Also ich finde das total süß. Ah ja. Ja, dann...
Wollen wir mal gucken, wo wir landen, ne? Ich würde gerne da drüben landen. Ich finde das übrigens mit dem Gleiten etwas umständlich, weil man halt wirklich nur geradeaus gleiten kann. Phoenix konnte es kaum erwarten, das Geheimnis der Götter in die Finger zu kriegen. Rumgucken kann. Damit könnte sie den Olymp beherrschen. Du weißt, dass sie euch alle retten will, ja? Warum sollte sie das tun? Vielleicht, weil wir den Sterblichen das Feuer gaben? Dafür habe ich dich zur Strafe für immer an einen Fels gekettet. Ja. Guter Punkt. Warum sollte sie euch helfen? Na bitte. Ja, das wissen wir ja. Das Prometheus quasi das Feuer runtergebracht hat mit einem Kometen. Gibt es zumindest ein paar Stories. Okay, ich kann den dann mitnehmen. Aber wo brauche ich dich denn? Dafür? Okay, Stein ist weg. Dann... Nein, danke. Okay. Dafür schlage ich ein paar Pflanzen. Ich bin gerade etwas verwirrt. Komm, kann ja immer hoch. Ah, wir können klettern. Okay. Gut, dann ist die Verwirrung doch wieder etwas weg. Aber vom ersten Feeling her finde ich es eigentlich ziemlich nett. Also ich finde es sehr schön gestaltet. Vom Aussehen her ähnelt es, ich weiß nicht, so ein bisschen sieht es wie Breath of the Wild aus, ne? Aber so ein kleinen Tücken. Aber irgendwie sieht es noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ist da noch mit drin. Also es ist auf jeden Fall so Assassin's Creed, ne? So Assassin's Creed, Breath of the Wild Mix. So ungefähr. Ja, so ungefähr, glaube ich, schon, kann man so sagen. Mal gucken, ob es dem gerecht wird oder, so ein bisschen von der Steuerung ist schon so ein bisschen, meh. Ah, okay, ja, gut. So ein bisschen Genshin Impact. So weil Ausdauer-Dings ist ja so ein Genshin Impact-Style. Nö. Kann man hier auch? Ja, gut. Ja, das ist so Genshin Impact. Mäßig. Okay. Dann wissen wir schon mal, was wir hier so ein bisschen erwarten können. Verliere ich dann auch mehr Ausdauer? Als wenn ich so kletter? Okay. Kann ich denn sprinten? Das ist der Fall. Okay, R2 ist Schnellschuss, ja. Wofür brauche ich das denn jetzt, den Schnellschuss? Ich sehe hier gerade keine Gegner. Was ist da vorne denn? Ach, Cutscene. Oh, was bist du denn? Na, du bist ja süß. Du bist ja ganz schnucklig. Na? Hey, du. Was für ein süßes Kleines. Halt! Das ist ein Minotauros. Was? Eigentlich der Kerberos. Was? War an dem Wochenende nicht bei Hades? Habe ich Kerberos gesagt? Ich meinte einen Greif. Nimm doch das Schaf, mit dessen Hilfe Odysseus Polyphemus entkam. Nein, ein Löwe. Warum nicht gleich ein Schwarm Hähnchen? Ah, gute Idee. Das ist doch nicht dein Ernst. Der alte Hahn und das Meer. Was? War das nicht ein Mann? Von Poseidon beschworen, einen Sturm zu entfesseln. Ja. Phoenix hatte den Gesang der Sirenen fast beisammen, um Kirkes Fluch zu brechen. Das geht eigentlich nur mit Kräutern. Mal und... Ja, danke. Für uns. Das mit dir und den Kräutern nimmt Überhand. Du wirst paranoid, das ist unschön. Jedenfalls spürte Phoenix die unsichtbaren Hände ihrer Vorfahren, die ihr die Kraft gaben, Berge zu versetzen. Das ist nicht die Kraft ihrer Vorfahren. Sie trägt die Armschienen des Herakles. Hier geht es nicht um ein magisches Objekt, das schwere Dinge leicht macht, Prometheus. Es geht um Liebe. Ah, okay. Der ist schon richtig. Der ist jetzt auch richtig, dann fehlen uns noch ein paar. Ich frage mich halt immer noch, ob ich sprinten kann. Ah, okay, ich sehe hier, wo die sind, oder wie? Oder was? Oder. Ich kann halt immer noch nicht sprechen. Ah, ja, gut, da vorne. Hi!
so geht das. Ich muss hier doch irgendwo reinkommen, ne? Okay, ich habe jetzt gedacht, ich könnte hier irgendwie... Vielleicht dich schieben? Okay. Plupp. Okay. Vielleicht noch eine Vase drauf? Als Andenken? Nein, geht nicht. Schade. Schade, schade. Ja, den Stein vielleicht. Genau, den Stein. Nehmen wir mal den Stein. Das ist interesting. Komm, einmal den Stein hier drauf. Pack den Stein da drauf. Nein, ich brauche noch einen Stein. Verdammt. Wo kriege ich denn jetzt hier noch einen Stein her? Meine Güte. Dadurch, dass wir nicht sprinten kann, ist ein bisschen hingezogen. Das sind eigentlich die Dingsknöpfe. Nee, ich habe irgendwie nicht so wirklich den Sprint-Dings-Mechanismus gefunden. Was ist das hier eigentlich? Ups. Haben wir hier noch einen Stein? Ah, hier, ne? Dankeschön. Einmal bitte dahin. Ich brauche dich da vorne, bitteschön. Genau. Und dann bitte einmal hier drauf. Was? Wieso? Nein! Ja! Wir haben's. Sehr schön. Okay. Dann bringen wir den mal runter. Ich glaube, der andere müsste dann da drüben sein, ne? Oder wo ist der letzte? Ah, ne, doch nicht. Hä? Doch, doch, da drüben. 130 Meter entfernt. Genau, dann machen wir hier einmal unten das Eckchen dann voll. Genau, aber hier hin. Flupp. Und reingekullert. So, muss ich dich da irgendwie rausholen, oder? Ja, ich glaube schon. Mhm. Ah ja, diesmal reicht es aus. Na komm. Okay. Aber wohin? Nein. Interessant. Okay. Nein, 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 nein. Was machst du denn? Wo bist du? Nein. Wo ist er hin? Also. Boah. Erschreck mich doch nicht. Ich dachte, er wäre rausgekullert. Das Mistvieh, ey. Meine Güte. So viel Aufregung auf einmal. Kann ich nicht ab. Das ist zu viel. Das ist so viel des Guten. So. Wie gesagt, wir wollen uns heute hier nur berieseln lassen, bei so einem kleinen, süßen Let's Test. Okay. Ah. Das ist jetzt hier unsere Fähigkeit, oder wie? Interessant. Dann wollen wir mal. Sammeln wir das Ding nochmal ein. Na komm, schnapp sie dir. Flupp. Ja, das. Phoenix trat in Odysseus Fußstapfen. Okay. Sie würde den Fluch brechen und das Geheimnis lüften. Yay. Oder beim Versuch sterben. Klar. Das ist eine Nebenquest. Was? Niemand stirbt bei einer Nebenquest. Bis jetzt. Was? Ah, okay. Das mit der Nebenquest ist cool. Niemand stirbt bei einer Nebenquest. Bis jetzt. Nee, wir gehen nicht drauf. So, einmal bitte öffnen. Plups, und schon kommt uns wieder das ganze Jolt entgegen. So, schwingendes Grau... What? Nehmen wir. Sind zwar schön, aber wir nehmen die hier.
Wuhu, wir sind stylisch. Okay, dann kehren wir mal einmal zurück. Schon mal so ein bisschen hier, ne? Ah, ich muss das... Cool. Ich muss das gar nicht gedrückt halten, ich Idiot. Oh ja, das hätte man mal auch mal erwähnen können, ne? Ich dachte, ich muss die ganze Zeit Kreis gedrückt halten und kann dann deswegen hier die Kamera nicht bewegen. Aber man muss nur einmal Kreis drücken und dann, ja, ist empty. Ach Mensch, ey. Ja gut, dann da habe ich nichts gesagt. Ich find's geil. Ich find's ja generell geil, wenn Spiele sowas machen. Hier so Fliegen-Style. Also, Fliegen-Style. Das klingt so, als wenn ich Fliegen meine. Also, ne, die kleinen Insekten, die man nicht zu Hause haben will. Nee, ich meine jetzt, dass Charaktere fliegen können. Also die Fähigkeit besitzen zu fliegen. Finde ich tatsächlich ein sehr cooles Element, was ich immer wieder gerne nutze, weil Fliegen ist halt einfach das Beste, was man haben kann. Ne, das ist so das Ding, was du so halt im Real Life eigentlich so nie bekommen kannst, ne? Und was du im Spiel unbedingt haben willst. Also zumindest ich will das im Spiel unbedingt haben. Deswegen, ja. Finde ich sowas immer relativ sehr nice, je nachdem wie das halt umgesetzt ist, wenn ich halt nicht frei koordinieren kann. Natürlich nicht so geil, aber halt sowas hier, ne? Wie du siehst, hat Phoenix einige Ziele entdeckt. Philoctetes hatte seine treue Waffe, den Bogen des Herakles, mit auf die Insel Chryse gebracht. Tada, Geschichte. Ich habe keine Ahnung, was du da laberst, aber offensichtlich braucht Phoenix Odysseus Bogen, den dieser aus dem Pegasus Dunkelversum gestohlen hatte, um etwas in Brand zu stecken. Ah ja. Keine Ahnung. Ich bin gerade mal wieder ein bisschen ratlos. Aber wahrscheinlich werden wir hier oben was finden, ne? Oder? Granatapfel. Okay, wir haben was zum Heilen. Ja, das war jetzt von sehr langer Dauer. Wofür brauche ich das denn? Leute, sagt mir doch mal, wo soll ich drauf schießen? Ihr macht verwirrt mich doch. Ihr verwirrt mich damit, mit den Aussagen. Okay, das ist schon mal nicht. Also wir können die hier irgendwie auslösen. Also dafür brauchen wir aber irgendwas, was wir auf das Ding stellen können. Also entweder eine Kiste oder, okay, ein Bär. Ein Bär. Oder ein Stein oder irgendwie sowas. Wie kann ich eigentlich... ja, so. War ja ausweichen. Sorry. Was war das? Und kann ich dich... Ah! Ach, voll süß! Aber wie komme ich jetzt hier runter? L halten und sprinten? Ja, aber ich will hier runter. Achso, so. Okay. Ja, du kannst wieder abhauen. Okay. Okay, dann sitzen wir halt doch mal wieder auf. Ja. Das haben wir jetzt aber. Okay. War jetzt Zufall. Wow. Okay, du stirbst nicht. Gut. Ja, danke schön. Ihr seid mir wohl nicht so wohlgesonnen. Aber wieso können die sterben? Ich meine, Phönixe, ne? Ja, ich weiß nicht, irgendwie... Wahrscheinlich laden die nach? Ja. Gut. Das haben wir jetzt auch rausgefunden. Was?
Kann ich da doch rein? Sterbe ich nicht? Lululululu. Okay. Okay. Hui. Cool. So, Dear, wo bist du? Oder bist du schon wieder despawned? Oder abgehauen? Oder hast keinen Bock mehr auf mich? Okay, es hat wohl keinen Bock mehr auf mich. Und da ich hier raus... Ja, dass es eher Zufall war, müssen wir darauf hoffen, dass es irgendwann mal gesagt wird oder dass ich es wieder zufällig schaffe, es herbeizubeschwören. Das wird spannend. Moin, könnt ihr mir sagen, was ich hier zu tun habe? Irgendwie... Ja, was? Nein. Wollte wieder das hier machen oder irgendwie sowas. Ah, okay. Aha. Wow. Das war mal wohl wieder ein Schuss in den Ofen. Gucke mal, ich kann Feuer machen. Ich kann brennende Pfeile. Ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das so er eingeführt wurde, aber ja. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Wenn man einen brennenden Pfeil braucht und da das hier Ubisoft ist und Ubisoft ja auch, ne, war noch hier, ne, hier Assassin's Creed. Gedöns und brennende Pfeile und Odyssey und ja. Und so ähnlich, ne? Ja. Nein, wie gesagt, also ja. Ubisoft hat ja auch Assassin's Creed, ne? Und in Assassin's Creed geht ja das auch mit dem... Oh, hier ist wieder eine Dings, eine Truhe. Flüpp. Vielleicht so. Wofür brauche ich dieses brennende Schildchen? Gibt es hier noch mehr, was ich entzünden muss? Oder ist das so irgendwie, ja... So Pech gehabt mäßig. Ja, komm, geh mal kurz runter. Ja, nee. Ich stecke nicht so fest. Ich stecke, technisch fest. Kann ich dich hier mitnehmen? Ah, ja. Ah. Na komm. Und was habt ihr noch so heute vor? Ich hoffe, ihr trinkt auch genug. Ne? Entspannt euch schön. Ich, ja, ich mach mal wieder ein bisschen hier, ne, Training. Wie man sieht, so Armmuskeln müssen ja auch mal sein, ne. Ich meine, kann man ja nicht nur auf der faulen Haut sitzen. Man muss auch mal ein bisschen was tun für seine Figur. Und, ja, ich bin ja jetzt gerade, ne, man... hab mir ein bisschen die Haare schneiden lassen, wie man sieht. Meine Haare sind sonst länger. Ne? Aussehen ist halt auch so ein bisschen... Ich glaube, ich bin so ein bisschen sonnengebräut. Ist normalerweise nicht so mein Fall. Ich werde ja normalerweise in der Sonne rot. Ja, ne? Also ansonsten... Und ich laufe auch normalerweise nicht mit Axt rum. Also von daher... Aber das war mit übrigens mein Urlaub, ne? Hier in... keine Ahnung. Ja. Nein. Okay, mal wieder zurück. Ah, nein. Was? Ach komm. Wo muss ich denn hin? Weiß nicht mehr, wo... Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Wo war denn das nochmal? Da oben. Da oben ist der Bär. Ich bin mir ziemlich sicher, das war da oben irgendwo. Und da ist ein Strand, da können wir hoch. Okay. Da müssen wir hin. Könntest du mich bitte in Ruhe lassen, Bär? Dankeschön. Ja, ja, hier ist das. Genau. Oh, hier. Oh. Oh. Au. Oh. Das ist bitter. Das ist tatsächlich etwas bitter, dass da auch ein Stein liegt. Und dass ich den hier nicht hochkriege. Sehr bitter. Da hätte ich da gar nicht hingemusst. Und ich muss den anderen jetzt mitnehmen, weil, ich den vielleicht da hinten brauche. Oh, sehr cool. Oder... Nö? Oder wie? Hm.
Hä? Ich bin verwirrt. Okay. Was auch immer das ist, ich... Keine Ahnung. Gut, dann halt nischt. Dann gehen wir halt die 400 Meter in die Richtung. Ja, komm. Immer bitte hier. Dankeschön. Ups. Ja, dann... Gut, dann halt nischt. Dann klettern wir mal da hoch. Wie habe ich das denn nochmal gemacht? Ich habe auf jeden Fall die Taste hier gedrückt. Nö, das war's nicht. Das ist euch. Das, das. Ja, das war's auch nicht. Wer hat denn vorhin das Hirschlein gerufen? Ups. Das ist eine gute Frage, ne? Wie gesagt, entweder erfahren wir es oder ich krieg's nochmal irgendwie. Na komm. Ah, okay. Na komm. Okay. Kommen wir einmal hier hoch. Na komm, das kriegst du hin. Hui! Dankeschön. Komm, noch ein Stückchen. Ja, gut. Ja, das war mir irgendwie klar. Gut. Einmal hier lang. Oh, da können wir ja ein bisschen was sehen. Sehr schön. So, genau. Müssen wir wahrscheinlich einmal rum. Phoenix würde sich einen eigenen Weg nach oben bahnen müssen. So wie einst Philoktetes, als er Odysseus ein Zeichen geben wollte. Odysseus kehrte zurück, weil er den Bogen des Herakles brauchte, um Troja zu besiegen. Mhm. Also überredete er Philoktetes, mit ihm in den Trojanischen Krieg. Ich kann mir auch Namen ausdenken. Hieronymus Bosch. Zeus, Philoktetes ist berühmt. Er ist ein Königssohn. Das erklärt, warum Odysseus ihn zum Trojanischen Krieg schleppen musste. Inzest kann schief gehen. Ich geb's auf. Endlich! Los, Phoenix! Was? Worüber reden die? Ich bin verwirrt. Vor allem Zeus verwirrt mich. Ich meine, der Prometheus kann ich noch irgendwo ein bisschen folgen, aber Zeus ist ja, der muss irgendwas genommen haben. Der ist doch voll auf Drogen, oder nicht? Der kann doch nicht, das ist doch nicht ernst, oder? Der muss doch irgendwie drogenabhängig sein. Anders kann ich mir das Gespräch an sich nicht erklären. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Ja, komm. Na komm. Oh, bitte nicht wieder. Genau. Ich meine jetzt die Kopfhörer. Ach schon. Verdammt. Wollte gerade was anderes sagen, aber Scheibenkleister klingt, glaube ich, besser. Ja, ja. Die Kopfhörer wollen wir leider nicht. Das sammle ich mir nicht ein. Also einen kurzen... Ah, Ausdauer. Einen kleinen Moment, bitte. Ja, gut. Jetzt ist alles wieder ein bisschen besser mit Hören und so. Ja, dann klettern wir halt. Jupp, komm. Okay, na gut, wir haben ja ein bisschen... Wir haben ja hier ein bisschen mehr Ausdauer als zum Beispiel in Genshin Impact. Oh, ich hoffe doch, dass wir irgendwann da auch mal so viel Ausdauer haben, weil das ist irgendwie etwas, was mich da immer ein bisschen stört. Ne, auch trotz, hier, Zhao, ne, der ja auch ein bisschen die Fähigkeit hat, ohne Ausdauer ein bisschen voranzukommen. Ah ja, stimmt, wir sollten ja da zu ihm, ne? Aber brauchen wir nicht noch was? Nein, anscheinend nicht. Hui! Ah, das können wir hier auch. Sehr cool.
Na dann. Aber lass dich nicht von ihm zertreten. Bitte. Ach komm, geh nicht näher ran. Der tritt nachher noch auf dich drauf. Und die Demo ist vorbei. Und so befreit ja. Felix den Kyklopen von Kirkes Fluch. Ja, es war mir klar. Oh, weiser Kyklop. Was ist das Geheimnis der Götter? Der Kyklop wandte sich ihr zu und sagte... Felix, das Geheimnis war immer schon ein Teil von dir. Was zum... Der Kyklop sagte, ich bin nur ein kleiner Teil eines lebendigen Planeten. Was ist daran ein Geheimnis? Ich bin in der Zeit zurückgereist, um eine furchtbare Zukunft zu verhindern. Was soll das überhaupt nicht? Ich sehe tote Menschen. Ach komm! Eigentlich brüllte der Kyklop. Ich rieche Menschenfleisch! Ich verflüssige deine Innereien und trinke sie, nachdem ich deine Organe zu Toast gelasert habe! Gelasert? Ja, gelasert, Prometheus! Bist du ein Kind? Der Kyklop konnte das Licht der Sonne in seinem Auge schwindeln und... Also eigentlich bräuchte man eine Lupe, oder? Dich, Richard, niemand gefragt! Vergiss die Laser! Kämpf! Ah, eigentlich was? Und wieso ist das irgendwie das, was... Mensch. Ja! Schloss der Kyklop für immer sein Auge. Mhm. Aber Phoenix war so mit ihrer neuen Rüstung beschäftigt, dass es ihr egal war. Ah ja. Und Ende. Also gibt's gar kein Geheimnis der Götter. Was? Du hast verloren, oh Zeus. Nicht ein Fünkchen Wahrheit in dieser lächerlichen Geschichte, die du dir ausgedacht hast. Ich, Prometheus, obsiege. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja. Verzeihung, ich esse gerade. Du hattest recht, das ist so saftig. Geiles Frucht. Tja, was soll ich sagen? Wette nicht, wenn du an einen Felsen gekettet bist. Eigentlich ist das Geheimnis der Götter. Och nein. Hab ich die Wette jetzt gewonnen? Nein. Oder doch? Weil du dir das zurechtbiegst? Das war die Demo? Okay. Das war, relativ kurz. Na gut, wir hätten vielleicht noch mal ein bisschen was entdecken können, aber, wow. Sehr cool. Muss ich ehrlich sagen. Also, mir gefällt es jetzt schon. Ich hoffe, weil die Welt ja ziemlich groß zu sein scheint, habe ich auch gehört, dass die Welt größer sein soll. Also, deswegen auch der Vergleich mit Breath of the Wild. Dass, dass die nicht so leer ist, ne? Dass die dann auch anständig gefüllt ist. Ja. Nein. Ich glaube, es wird auch, glaube ich, noch aufgenommen. Ich hoffe es doch. Auf jeden Fall, ja. Ne? Das ist dann wohl, das war's. Nein, wie gesagt, ich hoffe, dass die halt, ne? Ein bisschen füllen werden, dass das nicht so... Ja, wie soll ich sagen, so leer ist. Wie gesagt, das war's jetzt erstmal mit der Demo. Ne, es hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Und ich freue mich dann auch irgendwann mal darauf, mir das Spiel zu kaufen und dann tatsächlich mal durchzustarten. Aber wie gesagt, es sind noch viele andere Projekte, deswegen auch die Demo. Das letzte Test, ne? Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Wir sehen uns dann, wie gesagt, in den, wie ich schon immer sage, in den momentanen Projekten bzw. zukünftigen Projekten hoffentlich wieder. Ne? Bis dann. Ciao.